Hey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video reagieren wir auf den Horror-Kurzfilm Fur Filter a Snapchat Horror Short. Ja, das habe ich tatsächlich von einigen empfohlen bekommen, beziehungsweise ist ein sehr bekannter Horrorfilm, hat, ich glaube, warte, lass mich mal schauen, hat schon 7 Millionen Aufrufe, ist erst aus dem Jahr 2019 tatsächlich, hat 7 Millionen Aufrufe. Wir werden da heute zusammen reagieren. Ihr wisst, Jumpscares und so ist nicht so schmerles Fall. Noch ein kleiner Disclaimer hier, Leute. Folgt mir gerne auf Insta, TikTok und Twitch. Auf Twitch streame ich jeden Abend. Ja, wenn ich Omis streame und so, natürlich auf YouTube. Aber wenn ich Twitch streame, merkt euch, ist immer Gaming angesagt, so wie vielleicht GTA. Meistens Fortnite tatsächlich mit Randoms. Von allen Social Medias von mir natürlich Link in der Infobox. Würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischauen würdet. Zum Beispiel auch bei Twitch. Das bin ich jeden Abend momentan live. So. Der letzte ging tatsächlich, ihr wisst wahrscheinlich noch die Reaktion auf den anderen Horrorfilm. Da war am Ende ein Jump. Die geben halt so eine düstere. Was? Du musst ins Bett gehen. Oh, der hat aber. Der ist gut bearbeitet, glaube ich. Der hat eine richtig gute. Es sieht richtig gut aus so, ne? Jetzt klingelt's Telefon. Du sollst ins Nest, glaube ich. Oder deine Schwester. Snapchat, irgendwas mit Snapchat. Hier steht ja Snapchat Horror Short. Also irgendwas mit der App Snapchat bestimmt. Oh, jetzt werden ein paar Snaps verschickt, würde ich sagen, ne? Ein paar Snaps verschicken. Oh, den Hundefilter, den kennt auch jeder, oder? Den kennt man halt. Typisch Snapchat, sag ich mal. Nice. Und das an jeden Freund verschicken. Ist witzig, ne? Sarah, Michelle, die Jenny und der King. Ach, der King kriegt's gar nicht. Oh, jetzt hat es versendet. Oder schickt. Oh, sie macht sogar noch einen. Oh, mit Krone, nice. Nee, Hase. Kleines Dreckshäschen, Mann. Alter! Ich hab mich jetzt erschrocken durch irgendeinen dummen Jumpscare, Alter. Alter, nee. Oh mein Gott. Ich weiß, worauf das hinauslaufen wird, Leute. Der Filter passt sich auf die Fressen an, ja? Bei ihrem Gesicht ist der Filter und bei ihrem Gesicht. Und bei da hinten irgendwas im Dunkel steht was. Hier muss was stehen. Alter. Oh! Okay, jetzt nicht mehr. Alter, habe ich mich gerade erschrocken, wo dieser Hase so gebrüllt hat. Meine Güte, ey. Jetzt freut sie sich, ne? Das Häschen. Blake. Oh, jetzt wird sogar ein Blake verschwinden. Bestimmt der Crush. Ja, freust du dich. Dieses Alter, das ist ganz unangenehm. Auf einmal fängt er an zu schreien. Oh mein Gott, er steht auf. Alter, was ist denn hier los? Es kam auf sie zugerannt und jetzt sucht sie nach dem. Nee, bitte. Oh Gott. Dein Handy aus und geh ins Nest, Mann. Oh nein. Die Musik. Es ist direkt hinter ihr. Sie spürt den Atem an den Haaren. Nein, oh Gott. Ach du Scheiße. Alter Schwede. Dieser Horrorfilm hat auf jeden Fall... Alt. Also was man da festhalten muss, ist auf jeden Fall eine sehr geile Idee.
Und Junge, es ist so geil gewesen, wie dieser Atem dann den Hahn war. Also es ist auf jeden Fall super Horror-Kurzfilm gewesen. Link ist in der Infobox, Leute. Schreibt mir Namen rein von Horror-Kurzfilmen, auf die ich reagieren soll. Also ich weiß hier nicht, was ich sagen soll. Das ist auf jeden Fall Like verdient. Link in der Infobox. Wie gesagt, Leute, checkt meine Social Medias ab. Link in der Infobox. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst bei mir gerne eine positive Bewertung da. Haut rein und ciao.